Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video, ja? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Khatar ist wirklich fleißig, fleißiger als jeder andere deutsche Rapper, den ihr, glaube ich, kennt, ja? Viele Dinge passieren im Hintergrund, von denen wir wirklich nicht viel mitbekommen. Das Einzige, was wir mitbekommen und was ich euch jetzt erzählen und zeigen kann, ist der Goldman Tower von Khatar. Es gibt einige Instagram-Videos, Freunde. Ich habe ein bisschen recherchiert und blende sie jetzt für euch ein. Wir hören uns am Ende des Videos nochmal, Freunde. Bis gleich. Freunde, was geht ab? Willkommen im Tower, heute Modus Mio Takeover mit meiner Wenigkeit. Wir sind hier im Tower, das ist mein neues. Ich zeige euch mal alles heute. So, hier ist der Empfang. Was geht ab, Leute? Alles gut? Ja, ihr seid im Fernsehen. Oh! Oh! Heiligen Hallen. So, hier ist unser Haval Grill Office und hier ist unser Warteraum. Und hier haben wir eine Idee. Wir wollen hier die Wände regelmäßig mit Kunstwerken besetzen von jungen Künstlern. Das heißt, jeder da draußen, der jemanden kennt oder ein Künstler ist, der geile Bilder malt, kann. Wir werden auf jeden Fall eine E-Mail noch dazu setzen und dann kann jeder seine Kunst schicken und die werden wir immer hier hinhängen. Und ihr wisst, in unseren Warteräumen hängen im besten Fall auch wichtige Leute. Das hier ist unser Konferenzraum, unser Meetingraum. Hier haben wir unsere Meetings. Hier diskutieren wir. Hier kriege ich Kopfschmerzen. So, jetzt gehen wir mal eine Etage runter. Das müsst ihr sehen. Die waren vorher drinnen. Gut gebaut. Also hier seht ihr, der Boden rausgehauen. Jede Etage hier hat 300 Quadratmeter. Und hier kommen überall Studios rein. Der Boden wird rausgehauen, damit wir akustisch alles entkoppeln, Raum in Raum. Das wird Endlevel-Shit. Hier sehen wir noch von meinem alten Studio die Mahagoni-Module. Uff. Hier wird gerade mein Studio gebaut. Das ist der Raum, auch Raum in Raum, komplett entkoppelt. Das ist der View. Wow, ziemlich krass, was Khatar da so auf die Beine gestellt hat, Freunde. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Vielleicht ein neuer Mero, vielleicht ein neuer Enno. Wer weiß, Freunde. Jo, Freunde, wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch bis hierhin das Video reingeschaut habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und ich danke natürlich jeden einzelnen Supporter von euch. Ich liebe euch und peace out.